Träume. Die herrschende Politik kennt die Probleme, doch sie schaut weg und verschlimmert sie. Ja, wir sind jetzt am Ende der Demonstration. Wir sind sehr zufrieden mit dem Gesamtverlauf der Demonstration. Es haben sich über 5000 Leute der Demonstration angeschlossen. Menschen haben lautstark von der Koloniestraße bis hin zu den Geflüchteten aus den Lagern den Protest hier auf die Straße gebracht. Insgesamt müssen wir als Bündnis feststellen, dass die Polizei ein sehr, sehr übertriebenes Aufgebot hier gestellt hat, mit dem wir auch definitiv sagen, hier soll ein Abschreckungsszenario aufgebaut werden gegen legitimen politischen Protest. Das lässt sich auch sagen an verbotenen Maßnahmen wie den Übersichtsaufnahmen am Sumpfgrundcenter. Letztlich sind wir trotzdem sehr zufrieden. Wir haben auf jeden Fall einen erfolgreichen Auftakt für das Wochenende hier gegeben.